Medizin im Super-Duper-Markt finden. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Fallout 3, der große Marathon bis zum Release von Fallout 4. Und ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben beim Super-Duper-Markt, beziehungsweise sind hier schon drinne. Und ja, wir wollten uns hier mal sehen und schauen, was es hier so an Stuff gibt. Und da hinten sind auch schon ein paar Raider. Oh oh. Ah, oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich höre schon wieder diesen verdammten Krach. Ich zerreiß dich in die Stücke. Oh, das hat wirklich gut geklappt. Das hat wirklich gut geklappt. Komm her, Raider. Komm her. Move your body. Ja. Ha, so. Ja. Haha. Okay. So. Oh, Schuss. Ja, die Pistole nehmen wir einfach mal auch mit, denn wir können uns sehr viel davon. Level erhöht. Yay, wir sind einen Rang aufgestiegen. Okay, warte, das nutzen wir natürlich gleich. Und gehen dahin. Ach nee, warte. Dahin müssen wir. So. So, Levels. Warte. Wir können doch jetzt was aufheben, oder? Charisma? Können wir das nicht? Können wir das nicht? Können wir das nicht? Wir brauchen auf jeden Fall Wissenschaft, wenn ich mich nicht irre. Damit wir. Was? Nee, reparieren brauchen wir, damit wir was anrichten können, aber. Ich weiß nicht, warum wir jetzt nichts freischalten können. Wir haben den Typen hier auf jeden Fall nackt gemacht. Vorsicht. Wieso Vorsicht? Wo ist denn hier einer? Ah! Ah, es öffnet sich selber. Okay, willkommen auf Level 3. Wir haben Level 3 erreicht. So, 15 Fertigkeitspunkte können wir zuteilen. Ich muss gerade echt überlegen, welche Sachen wir freischalten mussten, damit wir die Bombe da entschärfen können und damit wir Truhen öffnen können. Also Truhen ist ganz einfach, ist niedrig. Und reparieren müsste dann eigentlich die Eigenschaft sein, mit der wir dann uns bei Megaton um die Dampfdinger kümmern können. Ich weiß aber leider nicht, welchen Level wir da noch erreichen müssen. Ich würde aber einfach mal sagen, dass wir hier mal auf 20 hoch machen. Dietrich mal auf 3. Medizin. Wie viel trauen wir da ein bisschen wieder zurückgewinnen? Oh, das ist wichtig. Und Schleichen, keine Waffensprache. Bestimmt stark sind die natürlich eine Beeinflussungsfunktion, die von dieser zu Recht vorfallen würde. Das leveln wir aber auch. Schleichen. Falschen. Große Waffen, kleine Waffen, Sprengstoff, Nahkampfwaffen, Wissenschaft, Sprache, Waffenlos. Hm. Vielleicht machen wir dann auch noch das ein bisschen höher. So, weiter. Und jetzt können wir uns hier noch was aussuchen. So. So, wir können uns zwischen diesen Sachen was aussuchen. Also wir hätten einmal Dieb. Mit jedem weiteren Rang des Extras Diebs erhalten Sie sofort einen Bonus von 5 Punkten auf die Fertigkeiten Schleichen und Dietrich. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf werden mit dem Gewinn von Erfahrungspunkten weitere 10% zu Ihren gesamten Erfahrungspunkten hinzuaddiert. Mit dem Extra in den Sisrin können Sie jedem beliebigen Ihrer Special-Attribute einen Einzelpunkt hinzufügen. Im Kampf fügen Sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich Ihnen mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Jahrelange Übung als Little League MVP der Vault haben Ihre Fähigkeiten im Treffen und Werfen zur Perfektion gebracht. Mit jedem weiteren Rang erhalten Sie 5 Punkte für die Fähigkeiten Nahkampfwaffen und Sprengstoff.
Sie haben genau wie Ihr lieber alter Vater Ihre Zeit intellektuellen Dingen gewidmet. Sie erhalten weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten Wissenschaft und Medizin. Sie sind geradezu besessen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des Extras Waffenflieg erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten und kleine Waffen und reparieren. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich setze vielleicht, entweder setze ich auf Waffenfreak oder auf Dieb. Weil Schleichen und Dietrich und so sind schon auf jeden Fall wichtige Sachen, aber Waffenfreak können wir halt. Ich glaube, ich nehme Dieb. Ja, fertig. Ja, Laufuhr. Ich soll laufen. Wow! Da hat mich der Schuss gerade verjagt. Komm her, Bitcher. Oh Gott. Hey, ich will dich durchsuchen, danke. Schmutziges Wasser. Jetzt haben wir sie nackig gemacht. So. Registrierkasse. Haarklammer und Vorkriegsgeld. Stopfen jetzt natürlich alles. Müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Ich schnapp einfach mal wirklich alles. Theoretisch könnten wir ja auch alles gebrauchen. Hier haben wir auch noch eine Registrierkasse. Wir müssen nur aufpassen, dass uns nicht gleich irgendwie ein Raider oder so begegnet. So. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht gegen diese kaputten Einkaufswagen stoßen. Ah, okay, sie dreht sich wieder um. Können wir die Tür öffnen? Ja, das... Oh, oh. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht laut. So, Metallkiste. Ja! Wir haben was zu essen gefunden. Und hier noch mehr. Ein paar Kohle haben wir auch gefunden. Sehr nice. Ja, Wodka. Ich schließe die Tür mal wieder. Man kann ja... Laserpistole! Oh mein Gott! Energiezelle. Nice! Kronkorkmine. Laserpistole. Energiezelle. Alter! Wir sind reich! Oh. Das kriegen wir hin. Ja. Energiezelle. Nice! Alter! Wie cool ist das denn? Boah, haben wir viel gefunden. Alter, Baseballhandschuh, Vorkrieg. Kann ich. Doch. Ey! Also, die Maus ist irgendwie ein bisschen hakelig heute. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Da ist nichts drin. Da ist was drin. Und wir sind wieder zurück. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Irgendwie die Neigung einfach. Metro-Ticket und Stange Zigaretten. Das Spiel hat irgendwie das Problem, dass es mich irgendwie immer wieder rauskicken möchte. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber gut, damit kommen wir schon irgendwie zurecht. So, haben wir hier alles... Oh, da oben ist eine... Ah, nee, die ist sowieso leer. Was haben wir denn hier? Wir werden nie wieder hungern, Leute. Wir werden nie wieder hungern. So, ich bin aber hier noch längst nicht fertig. Ich möchte mir natürlich auch noch anschauen. Hier können wir immer gucken, ob da noch jemand ist. Ich möchte natürlich auch noch gucken, was es da sonst noch so gibt. Was ist denn hier? Blechdose, zerbeulte Blechdose. Was
bisschen aufpassen, dass wir hier nicht überrascht werden. So, hier gibt es, glaube ich, überall nur zerbeulte Blechdosen. Oh, 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 oh. Ich möchte aufstehen. Nein, bitte nicht töten. Nein, bitte, willst du mich verarschen? Wow. Was war das denn für eine feige Sau? Da greift man, attackiert man sie einmal und sie ist gleich am Ausrasten. Dann kann ich ihn. Mal ganz kurz die Laserpistole ausrüsten. Waffen. Wo ist denn die Laserpistole? Ich nehme schon. Was macht die denn? Die macht auch bestimmt ordentlich Schaden, oder? 5. Ach, stimmt, wir haben ja noch das Heckenschützengewehr. Könnten wir nicht theoretisch. So. Was? Nur so wenig. Was? Das ist ja langweilig. Vielleicht müsste einfach noch ein bisschen näher ran. So. Ich würde eigentlich eher ihn treffen, weil er nämlich eine Handfeuerwaffe in der Hand hat. Ich möchte aber seinen Kopf treffen. Ich mach's einfach mal. Damit verursachen wir Lautstärke wie sonst was, aber ich mach mal einmal auf Randale. Ja! Nice. So, und da ist die nächste. Akzeptieren. Mist, wir haben sie nicht erwischt. Ich würde nur interessieren, wie viele da sind. Kommt sie gleich raus? Oder müssen wir jetzt hier hin? Hm. Also hier, glaube ich. Oh. Oh. Muss vorsichtig sein. Kann ich sie bitte. Ich möchte sie watzen. Du darfst dich mit niemandem anlegen, der zumindest ein bisschen weiß, wie man mit einer. Wie man mit einem. Oh, Milchflasche. Wie man mit einem Scharfschützengewehr umgehen kann. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Nee, hier ist nichts. Aber ihre Leiche ist hier. Oh, Kronkorken. Schuss. Oh, Splittergranate nehmen wir natürlich mit. Sturmgewehr nehmen wir natürlich auch mit. Kreuzschüssel und Sadistenrüstung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Sonst können wir uns eventuell später. So, kann ich denn von hier aus? Na, ist nicht? Okay, warte. Warte, wie. Nein. Wie kann ich denn hier kurz Atem anhalten? Okay. Ich bin immer noch versteckt. Was? Wirklich? Wirklich? Okay. Ich überlege gerade, ach so, wir müssen durch die Tür gehen, damit wir da hinkommen. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Die müssen von da kommen, glaube ich. Ja, so. Zack. Akzeptieren. Ja, voll. Und der nächste.
Stirb. Noch einmal. Kampfflinte. Ich möchte gerne den Kopf treffen. Darf ich das nicht? Warum? Oh, ich kann das nicht mehr benutzen. Nein! Verdammte Axt. Okay. Ha! So. Dann halt eben so.